zarten Menschen. Ich habe wieder etwas Neues gefunden, eigentlich nur aus Zufall. Ich wusste gar nicht, dass es diese Winter Edition von den Chocolate Chips gibt. Diese sind mit feiner Zimtnote, wie es hier steht. Ansonsten ist es, ich glaube, die gewohnte Verpackung, vielleicht in einer anderen Farbe. Aber halt dieses typische Ecke, diese, mit dieser Verpackungsblume, nenne ich sie halt mal, die hier dabei ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Grammzahl auch identisch ist mit dem klassischen, sage ich mal, von den Chocolate Chips. Und ich liebe ja Chocolate Chips sowieso. Und Zimt finde ich ja einsam. Und das hier sind die Nährwörter. Warte, da kannst du sie lesen. Und die Zutaten sind hier lesbar. Und ich sehe, ich habe einen schmutzigen Fingernagel und hier ist auch was. Ich war gerade einkaufen und habe mir Kräuter gekauft. Und habe die umgetopft. Es kann sein, dass es davon ist. Judy, aber dem ist erstmal egal. Ich werde diese tollen Chocolate Chips mal probieren. Und ja, die sehen ja schon so mega lecker aus. Und ja, mal gucken, ob sie auch so crunchy sind. Aber bestimmt sind sie auch so crunchy. Diesmal so eine Art beige Tüte. Ich kenne sie, glaube ich, sonst nur in einer goldenen oder in einer weißen. Aber da möchte ich mich jetzt auch nicht drauf festlegen. Bis jetzt kommt mir nur Schokoladenduft entgegen. Sie sehen ganz normal aus, wie jeder andere Chocolate Chip auch. Das soll Zimt sein? Doch, jetzt so. Oh ja, Also der erste Geschmack war, wie ich schon sagte, das soll Zimt sein. Da kam alles andere, aber kein Zimt als Geschmack heraus. Und kaum hatte ich es zu Ende gesprochen, breitete sich das ganze Aroma im Mund aus wie eine Geschmacksexplosion. Und plötzlich hat alles nach Zimt geschmeckt. Ist denn hier auch noch etwas anderes drin, außer Zimt? Also ja, natürlich, Zucker, Mais, Kakao, also Maisgrieß, Kakaomasse und so weiter, aber noch irgendeine andere. Ne. Wo steht denn hier der Zimt? Mit Zimtaroma. Knusperchips mit Zimtaroma, mit 50% Milchschokolade ummüllt, verfeinert mit Halbbitterschokolade. Da ist also noch nicht mal Zimt drin. Magermilchpulver, Stärke, Palmen, Kakao, Molkenerzeugnis, Butter, Reinfett. Natürliches Aroma, Zimt, Salz, natürliches Vanillearoma. Was ist denn natürliches Aroma vom Zimt? Ich habe mal gelesen, dass auch Erdbeer von Schimmelpilzsporen gezüchtet worden sind und das auch als natürliches Aroma. Aber es ist echt so, ich stecke mir ein Stück in den Mund und schmecke null Zimt. Und erst dann, wenn ich fast der Meinung bin, okay, ich habe jetzt das aufgekaut, ohne runterzuschlucken, dann erst kommt das Zimtaroma.
gut. Muss ich gerade passen, aber wie du gesehen hast, habe ich noch ein paar genascht und ja, ich finde sie gut. Ich mache sie jetzt wieder zu, damit ich nicht in Versuchung komme, noch mehr zu naschen, weil ich habe gerade, also das kennst du ja bestimmt auch, wenn irgendwas offen vor dir liegt, dann hat man die Tendenz, immer wieder reinzugreifen und zu naschen. Und mir ist aber gerade nicht nach Naschen. Deswegen zu die Bude und weg damit, dann komme ich auch nicht in Versuchung. Ja, die Winter Edition. Ich gebe der Winter Edition 9 von 10 Punkte. Ich hätte gerne 10 von 10 gegeben, aber dadurch kommt mir der Zimtgeschmack viel, viel zu spät und nicht sofort. Das erste, was ich halt schmecke, oder ich versuche halt das Zimtaroma am Anfang zu suchen. Es schmeckt ansonsten wie ein Chocolate Chip. Da kann man, also das ist 1:1, da kann man gar nicht meckern. Und dann am Ende kommt die zimtige Note. Und die zimtige Note ist intensiv, aber nicht zu intensiv, dass es unangenehm wird. Und ja, das kriegt auf jeden Fall ein Däumchen nach Opien. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und der Goethe freut sich auch. Wahrscheinlich ist ein Kratzer, die haben gerade was zu futtern bekommen. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, tschüssi.